Die Frage aller Fragen: Shimano oder Bosch Motor? In diesem Video probieren wir da ein bisschen eine Entscheidungshilfe zu geben. Hi, hier ist der Markus vom Fahrradschaft Fitbikes und in diesem Video wollen wir ein bisschen darüber sprechen, zwischen die Vor- und Nachteile oder wie du dich entscheidest zwischen einem Bosch und einem Shimano Motor. Ja, also wir sind ja ein Fahrradgeschäft hier in München und wir haben diese Frage ganz, ganz häufig. Würden Sie lieber einen Bosch-Motor nehmen oder einen Shimano-Motor? Die Frage ist ein bisschen wie, würden Sie lieber einen BMW oder einen Mercedes fahren? Ja, oder empfehlen Sie Coca-Cola oder Pepsi? Irgendwie ist es sehr, sehr ähnlich und irgendwie gibt es sowohl als auch eine gute Entscheidung. Also Fakt vorneweg, es ist keine einfache Entscheidung und du machst auf jeden Fall nichts falsch. Ja, also egal, ob du jetzt einen Bosch oder einen Shimano-Motor fährst, du wirst bei beiden Spaß haben und du hast bei beiden ein sehr gutes Produkt. Ja? Ich sehe schon, wie der eine oder andere sagt, nein, mein Shimano-Motor ist viel besser als der Bosch-Motor. Nein, mein Motor ist, also ja, jeder mag seinen Favoriten haben, aber es bewegt sich alles auf sehr hohem Niveau. Wollen wir uns mal ein bisschen vergleichen. Shimano als auch Bosch verbauen momentan nur Mittelmotoren. Also Motoren in der Mitte. Shimano hat auch mal vor ein paar Jahren Frontmotoren verbaut, aber mittlerweile ist der Markt eigentlich zum Mittelmotor übergegangen. Was ich gut finde, weil es einfach aus meiner Sicht eine sehr gute Position für einen Motor ist. Das heißt, Hinterrad und Vorderrad sind völlig normales, wie beim normalen Fahrrad auch. Und du hast einen Motor hier unten in der Mitte, der direkt die Drehkurbel antreibt und du damit wie einen natürlichen Rückenwind hast, der dich anschiebt, könnte man sagen, ja. Das ist bei beiden Motoren gleich. Der Akku befindet sich dann entweder hier im Unterrohr integriert oder wie bei dem Rad hier oben aufgesetzt oder teilweise auch hier im Gepäckträger integriert, ja. Also verschiedene Arten des Akkus. Wir haben dazu auch ein Video schon mal gemacht, da könnt ihr einfach mal in die Beschreibung schauen oder Basti es dann einfügt. Es gibt verschiedene Motoren, Typen von den jeweiligen Herstellern. Also interessanterweise haben beide Hersteller vier verschiedene Motoren. Shimano hat den Steps 6000, 6100, 7000 und 8000. 7000, 8000 sind für den Mountainbike-Bereich gedacht. 6000, 6100 sind für den Trekking- und City-Bereich gedacht. Beide Motoren haben da verschiedene Stärken. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Dasselbe haben wir auch bei Bosch. Es gibt die Active Line Serie mit Active Line und Active Line Plus, die eher für den Trekking- und Cityradbereich gedacht sind. Dann gibt es die Performance Line, die bist du ein bisschen in der Mitte, und Performance Line CX, die für den Mountainbike-Bereich gedacht ist. Wir klammern jetzt einfach mal die Linie aus, die bis 45 km/h unterstützt. Wir reden jetzt hier nur vom Pedelec, also von E-Bikes, die bis 25 km/h fahren, und wir nennen sie E-Bikes. Mit dem Begriff Pedelec fast keiner was anfangen kann. Ja, also das heißt, man unterstützt immer nur bis 25 km/h und dann hört der Motor auf zu unterstützen. Sehr häufig wird es diskutiert, wie der Motor zu- und abschaltet. Ja, das heißt, man sagt, der Shimano-Motor, der ist viel ruppiger oder dieser Bereich zwischen 23,1 und 25 km/h, da macht er das harmonischer. Ich muss sagen, das ist auch von dem Motor abhängig. Das heißt, bei Bosch zum Beispiel, da wird definiert, dass die City-Motoren sind ein bisschen harmonischer von der Kraft Einleitung und Ausleitung. Die Mountainbike-Motoren, also CX und Performance, sind ein bisschen sportlicher abgestimmt, weil wir ja auch ein sportlicheres Rad haben. Aber so viel dazu. Das Geräusch ist auch immer ein Thema. Ja? Also welcher Motor ist lauter? Auch hier ist es auch super davon abhängig, was für einen Rahmen verbaut worden ist. Weil was hört ihr? Ihr hört eine Akustik. Und die Akustik wird verändert durch einen Schallkörper. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt einen Rahmen habt, der super einen großen Resonanzkörper in irgendeiner Form aufbaut, dann kann so ein Motor sich auch deutlich lauter anhören, als wenn derselbe Motor in einem anderen Rahmen eingebaut ist. Ja? Generell sind aber beide sportlichen Motoren hörbar. Und es gibt bei dem gibt auch die Motoren aus dem City-Rad-Bereich, die sind ein bisschen leiser, weil die auch nicht so viel Leistung produzieren sollen. Von den Daten her können wir uns anschauen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Daten, also unterschiedliche Motoren. Die sportlichen Motoren haben in der Spitze bei Shimano 70 Newtonmeter, bei Bosch haben wir 75 Newtonmeter
Und bei den Stadt-Trekking-Motoren sind wir 40 und 50 Newtonmeter in der Spitze. Ja? Wobei ich das gar nicht so entscheidend finde. Entscheidend ist für dich, was du von deinem Motor erwartest. Es gibt ein paar, die fahren immer auf Vollanschlag, ja, so schnell wie möglich, so viel Stützung wie möglich. Und es gibt ein paar andere, die wollen einfach nur ein bisschen Stützung haben. Von daher ist der Maximalwert beim Fahrrad aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend. Beide Motoren arbeiten mit Unterstützungsmoden. Verschiedene Arten von Unterstützungen. Das heißt, du kannst hier über die Displays und über die Fernbedienungen kannst du wählen zwischen Eco, Trail und Boost beim Shimano-Motor. Und im anderen hast du vier Unterstützungsstufen, die da heißen Eco, Tour, Sport und Turbo, genau. Ja. Also vier Modi, beide haben eine Schiebehilfe. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt in eine Tiefgarage hochfährst oder du einen Berg in der Form hast, kannst du das Fahrrad mit 5-6 km/h neben dir herschieben. Also sind also relativ ähnlich. Einen großen Unterschied haben wir von den Displays. Bei Shimano ist immer pro Motor auch das passende Display dazu. Das heißt, du hast für die 8000er oder Serie hast du das passende Display hier drin, in klein. Und für die 6000er Serie hast du ein anderes Display, was hier in der Mitte sitzt. Bei Bosch hast du vier Displays, wovon zwei dieselbe Halterung haben und zwei völlig anders sind. Eins ist das Purion, sitzt hier sehr nah zum Schalthebel, sodass du ein Display gleichzeitig aber auch als Fernbedienung nutzen kannst. Dann hast du das neue Kiox-Display, was in der Mitte integriert ist, als erste Display, was klein ist und eine Farbe hat. Und es gibt das Intuvia-Display, was mittig sitzt, relativ groß vom Display her ist. Und es gibt in derselben Halterung, kannst du auch das Nüren aufsetzen, was sehr groß ist, mit Navigation und Fitnessfunktionen und allem möglichen. Also du hast also verschiedene Displayarten, was du hier beim Shimano nicht hast. Auch bei Bosch gibt es auch das Kobi. Kobi ist die Möglichkeit, das Display wegzunehmen, eine andere Haltung dafür aufzuschieben und dann kannst du mit deinem Handy verbinden mit der Kobi-App. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr gerne in die Beschreibung reinschauen. Bosch ist, was die Daten angeht, relativ zurückhaltend. Ja, das heißt, wir können das Bosch-System nicht mit dem Handy verbinden. Bei Shimano geht das. Es gibt eine Handy-App für das Rad. Das heißt, wenn du so technisch ein bisschen gern spielst, kann man dann mit der Shimano-App nochmal ein paar Werte ein bisschen anders einstellen, um nochmal das Fahrverhalten ein bisschen zu verändern, je nachdem, was da wichtig ist. Was nicht geht, ist es schneller als 25 km/h zu machen. Aber das geht bei keinem Fahrrad, weil es verboten ist. Sonst ist es kein Pedelec mehr. Ja, aber zur Ursprungsfrage zurückgekommen, welches System ist jetzt das passende System für dich, wenn du dich entscheidest? Einfache Frage, es gibt kein passendes System. Ja? Wenn du dich aufgrund der Werte nicht entscheiden kannst oder aufgrund des Displays oder irgendwas, also was du halt sehen kannst, dann mein Tipp, setz dich drauf, fahr damit. Aus meiner Sicht sind die Motoren super, super ähnlich. Ist auch alles auf einem hohen Niveau, das heißt, du kannst nichts falsch machen. Aber es gibt natürlich subjektive Empfindungen. Ja, das heißt, wir haben Leute, die setzen sich drauf und sagen, boah, der Shimano-Motor ist aber laut und ruppig, der gefällt mir gar nicht. Der Bosch-Motor ist viel, viel entspannter. Ja, das musst du aber selber rausfinden, indem du drauf sitzt auf dem Rad. Ja, das geht gar nicht anders. Du kannst es natürlich, kann natürlich viele, viele andere Leute fragen, aber jeder wird dir auch eine andere Meinung geben, weil jeder hat ein anderes Empfinden in der Form. Das heißt, wenn du nicht sicher bist, dann probier es aus, fahr es Probe. Oder wenn du es online bestellst, setz dich drauf, fahr damit und wenn es dir nicht gefällt, schick es auch wieder zurück. Weil es bringt dir nichts, wenn du dann gerade in der Garage stehen hast, wo du keinen Spaß mit hast in irgendeiner Form. Genau, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die super sind. Zum Beispiel bei dem neuen Shimano-Motor hast du jetzt dieses neue, kannst du es kombinieren mit der elektronischen Schaltung. Das heißt, du hast eine wirklich vollautomatische Schaltung. Bosch hat fast eine automatische Schaltung. Da könnte man das kombinieren miteinander mittlerweile. Es gibt ein paar Modi, die Unterschiede noch bei der Kurbel und so einer Form, also, aber trotzdem sind sie auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, jetzt haben wir dieses Thema angestoßen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was du davon hältst. Ja, was ist dein Favorit, Shimano oder Bosch? Was ist die richtige Wahrheit, was ist der richtige Motor? Schreib es gerne in die Kommentare rein. Schreib uns auch gerne deine Erfahrung rein. Ja, wenn du gesagt hast, ja, bisher bin ich einen Shimano-Motor gefahren, ich habe die und die Erfahrung damit gemacht, dann schreib es gerne in die Kommentare rein. Und noch dazu erwähnt, wir haben jetzt bald die 15.000 erreicht und haben bald ein Gewinnspiel, also ein Special zu den 15.000.
Da verlosen wir ein Fahrrad im Wert von 4.000 Euro und zwar ohne Motor. Da ist ein besonderer Antrieb drin. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut euch bei dem YouTube-Kanal um. Da ist ein Video zum Thema Möwe Bikes mit einem Sci-Fly-Antrieb. Dann bin ich gespannt auf eure Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Wir gehen gerne drauf ein. Und ansonsten sehen wir uns bald im nächsten Video. Bis dann!